Das ist auch in Europa das drängende Thema, wie sich Europa dem Ansturm der Menschen stellt, der gerade stattfindet, die ihre Zukunft hier bei uns suchen. Leider hat sich da innerhalb der Mitgliedsländer eine Blockade eingestellt. Der Alleingang Angela Merkels hat in meinen Augen sehr deutlich oder sehr markant zu dieser Blockade mit beigetragen. Diese Blockade muss überwunden werden und weil ich hoffnungsloser Optimist bin, sehe ich da auch erste Anzeichen. Ich glaube, dass der neue Präsident, der neue französische Präsident Emmanuel Macron eine Kraft sein kann, eine neue Machtbalance herzustellen und der es auch schaffen kann, vielleicht auch mit dem künftigen Bundeskanzler von Österreich, Sebastian Kurz, einen Brückenschlag zu den sogenannten Visegrad-Staaten hinzukriegen, also zu den härtesten Hardlinern gegen die Migrationspolitik der deutschen Bundeskanzlerin, namentlich Viktor Orban. Also da, glaube ich, besteht in neuen Figuren, auch in neuen sehr selbstbewussten, starken politischen Figuren, einerseits eine Konkurrenz für Angela Merkel und Deutschland, aber zugleich die Chance, dass eine neue Machtbalance hergestellt wird und damit auch wieder eine neue Einigkeit bei diesem Thema hergestellt werden kann. Dass wir uns auf europäischer Ebene darauf besinnen, allerdings auch realistisch, dass wir nur gemeinsam viele große Themen lösen können. Das sind Umweltfragen genauso wie Migration, gemeinsamer Grenzschutz, aber auch Freihandel. Gemeinsam wirklich eine gute Zukunft aufzubauen, das werden wir nur im europäischen Verbund lösen. Aber dabei dürfen wir eben auch nicht naiv sein, sondern auch den Blick für die Probleme haben und realistisch jetzt die jetzige Europäische Union zu konsolidieren, zu sichern und nicht zu sehr an unrealistischen Plänen zu arbeiten. Ja, wir haben einfach eine ganze Reihe von Leuten, von Menschen, Wählern, die sich nicht repräsentiert fühlen und die aus diesem Grund eher radikale Parteien wählen. Und es hat in Teilen damit zu tun, dass sie denken, sie haben keine Macht, sondern die Konzerne zum Beispiel haben die Macht. Sie zahlen keine Steuern, also nehmen sie Google, Amazon oder sowas. Das ist ein Beispiel, währenddessen die kleinen Leute zahlen müssen. Und das muss man umdrehen. Man muss ihnen schon das Gefühl geben, dass die EU, Europäische Union, also die Demokratie, die normalen Leute repräsentiert und für die Politik macht und für sie da ist und nicht für einige wenige nur. Und das kommt, glaube ich, noch zu wenig rum.